Jo Leute, jetzt geht's endlich los hier. Anna und ich fahren jetzt nach Perth, weil ich habe nächste Woche Geburtstag. Diese Woche, nächste Woche. Und da uns überlegt, Mensch, fahren wir doch mal in Urlaub, machen wir einen Trip. Denn wir sind jetzt seit über 100 Tagen, über 110 Tage, vielleicht sogar schon 120 Tage in Kalgoorlie. Und jetzt hole ich Anna von der Arbeit ab und dann fahren wir direkt nach Perth. Woo! Anschnallen hier nicht. Ah! Immer anschnallen. Hello! Bist du ready to go? Ab jetzt läuft die Kamera wieder 24/7. Wir sprechen Vlogzeit, Anna. Ich glaube, ich kann es nicht so rumschreiben. Oh, sorry. Oh, sorry. Bist du excited, Anna? Ja, ich habe Perth ja schon verlassen, aber für dich ist das erste Mal. Du hast Perth verlassen? Ja, Kalgoorlie verlassen. Bist du aufgeregt? Das erste Mal seit Mai verlässt du diese Stadt. Sagen wir die Goldfields Area. Woher ist Perth Goldfields? Nein. Ich werde auf jeden Fall Headspace vermissen. Und das ist gut, wenn du es deinen Arbeitgebern zeigst. Copshop vermissen. Oh, was geht denn da vorne ab? Die sind. Die arbeiten? Nee, die arbeiten nicht. Nee. Ich dachte, die arbeiten. Ja, Anna, Snickers habe ich schon gekauft. Da braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Ja? Ah, fuck, ich habe vergessen, den Kühlschrank anzumachen. Ja, für die gute Polizeiarbeit. Die man in Kalgoorlie Cops auf. Wir verlassen Kalgoorlie. Ah, bye bye, Kalgoorlie. Wow. Oh. And hello, Coolgardie. Mother of the Goldfields. Fun Fact, Anna. Wusstest du, dass Coolgardie die Mutter der Goldfields? War die erste Stadt hier, okay? Ja, weiß ich. Weißt du, für die Dramatik des Videos hättest du jetzt sagen können, oh, wirklich, Max? Achso, Anna, ich habe die letzten 30 Kilometer nachgedacht. Und ich finde, du brauchst auf jeden Fall einen Kaffee. Ja, ich brauche auch ein bisschen Salted Caramel. Salted Caramel. Ich glaube, wenn ich in Coolgardie frage, ob die Sojamilch für mich haben für den Kaffee, dann wahrscheinlich verpiss dich hier aus unserer Stadt. Wir sollen ja Sarah grüßen, also. Hey Sarah! Hey Sarah! Sarah! How you wanna be in the vlog if you don't wanna be in the vlog? Weißt du, ich frag mich, wenn man doch nicht in dem Video sein will, warum spielt man dann darauf an, dass man in das Video rein will? Also die ersten 30 Kilometer haben wir jetzt. Innerhalb von 2 Stunden. Heute kommen wir weiter, ne? Ich hab das im Urin. Und nur noch 560 Kilometer nach Perth. Wupp, wupp. Ich glaube, wenn ich hier in Australien Truckdriver wäre, würde ich auf jeden Fall Crystal nehmen. Damit das irgendwie interessant ist. Aber wie viele Mieten hier sind, irgendwie ist ja andauernd eine Mainzahl. Das ist so krass, wenn du auf einer Karte gucken würdest, dann wären hier drumherum so 10.000 Löcher. Wenn man sich die Goldfields aus der Luft anguckt, dann sieht das so aus. Vanlife! Ich weiß, es ist gerade viel zu kalt, um Frühstück zu machen. Deswegen habe ich vorgesorgt, Anna, ja? Okay. Guck mal kurz deinen Kühlschrank rein, bitte. Oh, Snickers! Das Frühstück der Champions hier. Wieder Domino's Pizza. Für 5 Dollar, ja. Mhm.
jetzt hier Feines? Blumen. Schön. Okay. Yeah. Ja. Juhu. Die erste Urlaubssache schon regnet hat. Yeah. Jetzt holen wir uns ein veganes Eis, dann setzen wir uns an den Strand und gucken uns den Sonnenuntergang an. Ja. Ja, das wäre schön, Max. Ich glaube, das ist das hier. Was ist los, Anna? Hä? Was ist los? Kein Bock auf Eiscreme? Nein, in Australien kostet eine Kugel $7. Heilige Scheiße. Ich habe Olivenwasser getrunken. Warum machst du das? Ich dachte, ich könnte die eine oben raussaugen. Ja, willkommen zu kulinarischen Köstlichkeiten mit eurem geliebten Moderator Max Rummel. Hinter der Kamera wieder Anna Schramm. Ja. Heute befinden wir uns in Perth am Strand. Wer ist der Strand? North and Cottesloe. 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 Cottesloe Strand. Essen ist gar nicht zum Kotzen. Wir machen uns gerade ein leckeres Shivakadu Hummus Olivenbread. Mit Tomaten, glaube ich, noch. Und Feta. Das wird auch nochmal geil. Ich freue mich da schon sehr drauf. Vielen Dank für deinen Beitrag. Immer gern. Jo, Anna. Wo sind wir denn hier? Leederville. Das ist ein Leederville. Da sollen alle Menschen in Perth wohnen, die unter 30 sind. Wurde nicht letztens 25 gesagt? Sagst du das jetzt nur, weil du schon 30 bist, Anna? fancy. Oh, guck mal da. Fancy schmancy. Okay, jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde, das ist ein gutes fancy Viertel hier. Vor allem, weil da drin Dominus ist. Das wertet schon mal alles immer auf. Geil. Fällt dir was auf daran? Wir sind keine Studenten mehr. Ja und? Wir haben auch irgendwo unsere Studenten. Ja, aber hast du den mit? Anna, mit so einer Drohne, wenn unser Vlog ja sowas, der wird ja Millionen Abonnenten bekommen. Was sagst du? Was sagst du? Vielleicht kannst du deine Füße hier machen lassen. Das ist ein... nur $30. Anna, ich nehme zu Hause unseren Apfelschäler und dann mache ich das so... Aber dass die armen Asiaten einen Kotzkrampf kriegen, wenn die deine Füße sehen. Die tun mir leid. Fancy schmancy. Dieses Dome-Restaurant soll das Frühstücksrestaurant in Australien sein. Eine meiner jungen Klientinnen ist von Kalgoorlie nach Esperance gefahren, nur in diesem Restaurant zu essen. Und dann sind wir zurückgefahren. Was bedeutet, sie sind 5 Stunden durch die Gegend gefahren. Hey Girl, das war Leederville. Wo geht's jetzt hin? Nach Mount Lawley. Mount Lawley, okay. Dann bitte nach dir. Mount Lawley.
kümmern. So, Maunde Lollis. Voller Erfolg für die Anna. Ist natürlich die Frage, wo geht's jetzt hin? Nach Watertown. Was ist ein Watertown? Das ist eine Outlet Mall. Noch mehr Shopping. Shopping. Du willst die Kamera zum Shoppen mitnehmen? Gib zu, das interessiert vielleicht keinen, ne? Na gut. 2 hours later. So, Anna, was hast du dir gekauft? Ach, ein Kleid. Ein Kleid? Ich hab hier ein geiles Billabong-Shirt und ist ja auch egal und sexy Unterwäsche. Mhm. Denn wie ich gerade erfahren habe, stehen auch Frauen drauf, wenn Männer sexy Unterwäsche anhaben. Oh, Star. Das ist gesund, das ist lecker. Ja, dann zum Wohle, ja. Lecker, schmecker. Schönen guten Morgen, Frau Schramm, und willkommen im Botanical Garden. Hashtag Kingspark. Kingspark. Kingspark, Mensch. Guck mal, die Natur hier. Wie schön. Da werden wir jetzt uns so richtig schöne. Was machen wir? Wir wollen uns das angucken. Ach ja, genau. Wow. Was eine hohe Fontäne. Das ist doch mal eine Aussicht. Sieht man das nicht an meiner tollen Sportkleidung? Anna, wir fahren zum Tai Chi, wo du uns eingebucht hast. Na, da können wir nicht mitmachen, die sind viel zu gut. Zieh das doch locker ab und halt schief. Oder ist es vielleicht hier. Vielleicht? Anna! Gutes Workout! So, Anna, wenn du da kaust, das war ja eine ziemlich kurze Tai-Chi-Klasse, ne? Was? Eine Dreiviertelstunde. Haben wir gemacht? Boah, das verging ja wie ein Flug. Und wie findest du Tai-Chi? Ich finde es als Meditation sehr gut. Ich glaube, ich könnte mir das gut vorstellen, wenn ich so 80 bin. Ach, guten Morgen. Wer ist denn hier zu Besuch? Hallo. Ja, lässt sich aber immer gut gehen. Bin doch mal reingekommen. Wohnt ihr jetzt hier, oder? Oh, jetzt mach dich auf deinem Pulli gerade bequem. Kann auch. Ja, okay, dann bleibst du halt hier. Sieht ja auch gut aus, ne? Ja, oh, wie süß. Spiel mit deinen Hasenschuhen rum. Du wolltest die ganze Zeit eine Katze haben. Ist die okay, Anna? Ist das mein Geburtstagsgeschenk? Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein. Oh. Findest du das nicht ein bisschen assi? Du kommst hier rein. Ins gemachte Netz, ja. Ja, der hat woanders angefangen, denke ich mal. Der wird nicht an seinem Schwanzende angefangen haben zu putzen, ja. Na, na, na. So, wir haben uns hier so ein schickes Airbnb in Trick Beach, quasi direkt am Strand irgendwo gemietet.
Und wollen wir heute mal nicht in die Stadt reinfahren. Gucken wir uns doch mal unsere Nachbarschaft an. So, tschüss Bernie. Du bleibst heute mal stehen. Ziemlich fancy Hütten am Start, ne? Ja, da hinten auch schon das Meer. Geil. Gratis Orangen. Oh. Schicker Strand direkt vor der Tür. Oh. Anna, hast du was entdeckt? Ich habe dich ein paar Mal angerufen, um dir zu sagen, dass es keine Pinguine sind. Das sind... Okay, auf der Kamera sind sie klein genug, um das nicht zu erkennen. Oh, Anna, hast du Pinguine entdeckt? Ja. Wow, da sind ja ganz viele. Die sehen ja cool aus. Coole Pinguine und auf keinen Fall andere Vögel. Max, neuer Himbeerstier. Ey, sind wir schon froh, dass wir in Australien sind, ne? Hier ist es, glaube ich, ein okayer Style. Ich bin halt jetzt ein Surferboy. Achte. How's it going, mate? Oh, du Scheiße, Alter, dieses Viertel. Ich habe mich gerade verliebt. Da ist eine Kletterwand. Daneben ist ein Skatepark. Hier ist noch ein Skatepark. Da ist das Meer. Und du hast gerade bei Domino's bestellt. Das heißt, Domino's ist auch nicht weit. Stellt sich raus, bin auch nochmal schlecht im Bouldern. Und meine Schuhe sind nass. Oh, Anna, guck mal. $10 Burger? $2? Yeah, nah, Thursday. Okay, wir sind jetzt wieder bei Domino's gelandet. Verdammt. Alles synchronisieren, das stresst mich am ersten Mal. Hast du deswegen schon, haben wir jetzt 2 Uhr oder so, hier in der Hand? Ja. No worries, I'll see you next time. Ja, wieder schön haben. Ja, es ist das erste Mal in 2 Jahren. Ein Jahr? Fast 2 Jahren. Ne? Hi. Obst hast du eigentlich schon voll gefressen. Oh. Kann man den nennen? Tommy? Tommy. Denkst du auch manchmal über den Sinn des Lebens nach so? Was ist das für ein endlos langer Zug, ey?